Hallo, Anna, Redaktionsleitung von Du hast die Macht. Ja, ihr seht, Leute, hier ist was passiert. Wir sind angefixt von einem Virus namens fixoscarx.de. Das erste Live-Doku-Quiz zur Bundestagswahl. Ja, und ihr wisst ja, wie das ist bei dem Virus. Manchmal versäumt man da so ein paar Sachen. Und wir haben ein bisschen versäumt, auf eure Kommentare einzugehen. Und das wollen wir jetzt gerne nachholen. Aber wer ist eigentlich dieser Oscar X? Hä? Wie ist das? Ich bin ja so ein kleiner Datenjunkie. Ich bin ja auf der Suche nach ganz vielen politischen Daten. Ich habe ja einen Festplattencrash erlitten. Und ich habe gehört, die Regierung hat gerade auch ein Problem mit Daten. Was ist denn da los? Hi, ich bin's, Oscar X. Ich wollte mich nochmal persönlich bei euch melden. Es gab hier ganz viele Kommentare von euch zum Thema Oscars Welt. Oscars Welt. Was ist denn das da? Ehegattensplitting. Jetzt mal auf mit deinem ewig Politgelaber, der geht mir auf der Möpse. Performer FX, der Startschuss für billiges RTL-Fernsehen auf YouTube. Ach nee, Leute, bitte verschont uns auf YouTube mit so einem menschenverachtenden Müll. Viel menschenverachtender Müll. Das haben meine Eltern mit der Produktionsfirma irgendwie da ausgemacht. Die brauchen Geld und dann haben sie sich halt da mit den Kameras verfolgen lassen. Ich wollte das nicht, ja? Und ich wollte auch nicht gefilmt werden, wie ich da irgendwelche psychoaktive Partikel rauche oder wie ich meine Eltern in der Badewanne... Naja, aber das sind jetzt meine einzigen Erinnerungen an meine Eltern, ja? Und jetzt bin ich auf Datensuche, ja? Ich habe ganz viele Politiker getroffen. Den Gregor Gysi, den Jürgen Trittin, die Andrea Nahles. Und die haben mir ganz viele Informationen gegeben, damit ich mir ein Bild machen kann, wen ich am 22. September wählen soll. Hi, ich bin Oscar X. Oscar X. Ich habe gehört, Sie sind ein gefragter Mann, merke ich ja auch gerade hier. Jetzt sagt aber Per Steinbrück, er will nichts mit Ihnen zu tun haben. Warum nicht? Weil die SPD sich immer von der Union disziplinieren lässt. Die Union grenzt uns aus und dann hört die SPD artig. Außerdem hat die SPD noch nicht den Mumm, wieder wirklich sozialdemokratisch zu werden. Sonst wäre sie ja auch gegen Rentenkürzung, auch gegen Kriege etc. Das erste Interview, was ich machen durfte, war mit Gregor Gysi. War ganz cool, hat auch ganz schön viele Likes bekommen. Ich glaube über 30 Stück auf YouTube. Fandet ihr ganz gut. Ich fand den auch ganz witzig, der war sogar kleiner als ich. Es gibt Menschen, die sind kleiner als ich. Es gab aber auch ein paar kritische Stimmen und da geht es wieder um die Wurst, ja? Es geht wirklich um die Wurst. Hier, Julika 7. Naja, erstmal viel mehr Fragen stellen als abgemacht. Dann Würstchen im Glas rausholen als Reaktion auf das Thema Veggie Day. Das ist doch niemand gern in der Öffentlichkeit. Was? Julika 7. Pass auf, nur für dich. Esse ich jetzt eine Wurst? Kann das auch dran machen? Ist das nicht lecker? Yum, 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 yummy. Der Gregor hätte auch beinahe gegessen. Aber Oscar X ist natürlich nicht der Einzige, der vor uns zur Bundestagswahl unterwegs ist. Nein, auch Daily Knödel vom Planeten des YouTube-Kanzlers hat kämpft mit uns in dieser Mission. Und was macht er da? Er erklärt die Wahlprogramme der Parteien auf eine ganz schöne, unterhaltsame Weise. Er hat sich unter anderem mit psychoaktiven Partikeln beschäftigt. Hey! Ich bin's, Fabian, euer YouTube-Kanzler, und ich habe mich für euch durch die Wahlprogramme gewühlt. Heute beschäftige ich mich mit einem Thema, das besonders im Internet immer wieder diskutiert wird: Drogenpolitik. Also zum Beispiel die Frage, sollte man Cannabis legalisieren? Gras, Gras, Gras. Und auch da gibt es wieder eine Menge Kommentare, ich kann gar nicht auf alle eingehen. Natürlich wieder die obligatorische Cannabis-Legalisierungsdiskussion, die natürlich wie immer obligatorisch zu keinem richtigen Ergebnis gekommen ist. Die könnt ihr aber ja auch im Katerfrühstück nochmal euch anhören. Da ist genau das gleiche beredet worden. Aber es gab einen schönen Kommentar von xxlea95xx, die festgestellt hat, na toll, nach jedem Video bin ich für eine andere Partei. Bisher waren es CDU, die Grünen und die Linken. Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Mir geht es selbst so, dass ich nach jedem Video irgendwie andere Präferenzen habe. Was ich nur empfehlen kann von meiner Seite... Ich kann zwar noch nicht wählen, aber habe es trotzdem gemacht, den Wahlomaten zu bedienen. Das ja, müsste eigentlich jedem bekannt sein, so ein bisschen. Wahlomat von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da einfach mal checken und, also guckt da mal vorbei, kann ich nur empfehlen. Und ansonsten kreuzt einfach mehrere Sachen an, dann hat keine Partei eure Stimme. Ist doch super. Bildungspolitik. Bildung ist ein schwieriges Feld für die Politik. Dumme Bürger sind Gift für die Demokratie, aber sind zugebildete Bürger das nicht auch? Vielleicht ist die Bundestagswahl auch nicht die Wahl, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Schließlich ist das auch Ländersache. Aber in den Wahlprogrammen der Parteien finden sich trotzdem einige interessante Punkte, auf die man mal einen Blick werfen sollte. Da gab es eine kleine Formulierung, die ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat.
Shadow 2572 0 hat das ganz passend zusammengefasst. Mal eine Frage zu 045. Inwiefern sind zu gebildete Bürger Gift für die Demokratie und kann man überhaupt zu gebildet sein? Ja, ich habe gesagt, dumme Bürger sind Gift für eine Demokratie, aber sind zu gebildete Bürger das nicht irgendwie auch? Und das war eigentlich eine Frage an die Zuschauer, denn mich würde wirklich mal interessieren, wie Deutschland aussehen würde, wenn sich wirklich alle politisch engagieren würden, wenn alle politisch irgendwas machen würden, wenn alle über alles Bescheid wüssten, wie die Demokratie dann aussehen würde. Und Bildung hat ja auch immer sehr viel mit Hinterfragen zu tun. Und ich denke, wenn einiges hinterfragt werden würde hier oder eigentlich überall, dann wäre das vielleicht nicht so schön. Obwohl es natürlich wünschenswert wäre. Aber ja, das in die Richtung solltest du gehen. Natürlich kann man nicht so gebildet sein und ja. Aber man muss mir positiv anrechnen, dass ihr in diesem Moment aufgehorcht habt und gesagt habt, Moment, will er hier provozieren? Ja, schon wieder eine rhetorische Frage an euch Zuschauer. Ja, ich gebe wieder ab. Tschüss. Ja, und ich habe natürlich noch viele weitere Politiker interviewt. Daniel Eggern schreibt, halte doch mal die Kamera still. Ja, Moment mal. Also da muss ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. Also hier meine Programmierer haben für mich extra hier was gebaut oder programmiert. Und zwar dieses tolle Gerät hier. Das ist an mich dran montiert. Und ich kann gar nicht anders, ja? Also seht ihr, also das ist fest. Egal in welche Richtung ich mich drehe, die Kamera kommt mit. Und dann können natürlich mal so ein paar coole, spacige, abgefahrene Kameraperspektiven entstehen. Syrien, ja, da soll jetzt ein Giftgasanschlag gewesen sein. Und die USA planen jetzt dort militärisch einzugreifen. Was ist mit Deutschland? Sollen die mitmachen? Wie soll Deutschland sich verhalten? Unterstützungshilfe für Flüchtlinge, Verletzte, kranken Leute, aber nicht mit Armee da rein. Dann sollen sie eingreifen? Ja. Warum? Weil jemand den Leuten dort helfen muss. Julika 7 hat eine ganz interessante Sache geschrieben. Und zwar, ganz schwierig, ich bin grundsätzlich gegen militärische Handlungen, denn sie führen immer zu menschlichen und infrastrukturellen Verlusten. Andererseits, wenn irgendwo auf der Welt gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen wird und dann nichts passiert, bleibt die UN weiterhin eine Farce. Ist eigentlich mittlerweile geklärt, wie es zu dem Giftanschlag kam? Ich verstehe ja immer noch nicht, wieso die USA da so vorpreschen. Ja, ganz interessanter Kommentar. Ich gebe die Frage mal direkt an euch weiter. Was denkt ihr? Na, warum prescht die USA da so vor? Hat die irgendwie eine Verantwortung oder haben die keine Verantwortung? Was meint ihr? Eingreifen, nicht eingreifen? Wie ist eure Meinung? Schreibt sie in die Comments. Ich freue mich auf euch. So, das waren Oscar X und Daily Knödel zu euren Kommentaren. Vielen, vielen Dank. Ich lese eure Kommentare auch immer selbst und freue mich total darüber. Also bleibt uns treu und kommentiert fleißig mit. Ich freue mich jetzt erstmal auf den 22. September, weil Wahl. Und du hast die Macht, macht ein Hangout von 12 bis 16 Uhr auf unserem Kanal. Das große Du hast die Macht, fix Oscar X zugehört, Hangout für Unentschiedene. Hier kann geplaudert werden über die Wahl, wie ihr euch vielleicht nochmal entscheiden sollt. Wir gucken uns nochmal ein paar Videos an und können euch vielleicht sogar eine Entscheidungshilfe geben. Aber ansonsten hängen wir einfach ab, quatschen über Politik oder Katzen. Und ja, das wird schön. Kommt vorbei. Warum bist du heute hier? Ja, damit wir demonstrieren können. Damit für wir was? Können, fürs bedingungslose Grundeinkommen. Was findest du gut daran? Erstmal, dass jeder keine Existenzangst haben muss.